It takes some time. I cook it for 3 days or something, so it's really, really dark or concentrated. Okay. Hast du verstanden, Jungun, was ich The most important thing with varnish is that you always that you always put the name of the stain or what it is on. Because if you don't know in the end what it was. Also, das hier ist Cochenille. Es ist eine Laus. It's lice that are Das riecht wie alter Wein. Ja. Kann schon sein. Vielleicht von dem Nussbaum oder so genommen. Was hast du gesagt? That these remember wine. Yeah, of old wine. And beer. Belgian beer. Belgian beer. Yeah, yeah, black beer. Not black beer. Brazilian. They made a beer in Belgium with natural fermentation, and there is some bacteria and pills that made this smell. You only find this kind of beer in Belgium. It's why I like this smell. You always do it in the direction of the grain. Yeah. It's immer in Richtung der Jahre. Und wenn du jetzt so wie ich hier am Rand nochmal entlang gegangen bist, nochmal in der Richtung der Jahre gehen, damit du keine unterschiedliche Färbung hast. Normalerweise habe ich einen kleineren Pinsel, aber ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Und das muss normalerweise dann nicht stehen, um hier drin das zu machen. Weil es komisch aussieht, wenn es da drin nicht gefärbt ist. So you do it with a brush in here, because it looks funny when it isn't stained inside of the apple. It looks magst du nicht schwarz hier drin? Nein. Du musst dich immer fragen, warum tue ich etwas? Tue ich etwas, weil mein Meister mir das gezeigt hat, oder habe ich mich selber darüber erkundigt, was wer wie macht oder wie es gemacht wurde? War dein Meister auch fuchsländisches Teil? Nein, mein Meister war Mittenwalder, der hat es auch gemacht. Aber das ist diese billige Art von Instrumentenmacherei. Du findest das in keinem guten Instrument. Italienisch, weder Italienisch noch Alemannisch, noch Böhmisch, noch Englisch, noch French, Französisch. In den späten Franzosen findest du es, in denen die halt so bis 40.000 kosten. Okay, then I go over it again, because I don't want the stain to stay around the apple. And I also try to go underneath the fingerboard. And don't stay on one part of the instrument too long, like go over it quickly. Because otherwise it dissolves the layer underneath. This is always the problem.
even. Just, I don't like that children play on the... Some nose, some color nose. Jetzt haben wir zwei Schichten auf der Decke, dann müssen wir gleich auf dem Boden auch noch eine machen. Und auf den Zahn. Now we have two layers on the top. So now we also have to put one second one on the bottom. Did I come too early? No. I woke up before you came. Yeah, this is our instrument. Yeah. Would you have thought that the instrument would be looking like this in the end? Do you have been thinking that it would be a proper instrument? No. I know from Wie habt ihr angefangen in der Werkstatt? Habt ihr auch mit den Erfrägern angefangen? Wir haben noch ein Schlüssel. Bei deinem Meister? Ja. Das Stück wird jetzt mal markiert. War ja nur noch Zeit. Bitte? Ich dachte, ihr habt es markiert. Es war doch genug Zeit. Wir wollen markieren, weil wir nicht zurückkommen, glaubt sie. Aber er will meine Geld nicht kapieren. Sollst du das selber machen? Nein.
Er will, dass ich das Weiß nach Montenegro bringe. Findest du das eine gute Idee? Er meinte, so ist besser. Ja, wenn du dich beim Lack verhaust, dann ist scheiße. Weil er meinte, dann können sie alle ziehen. Ja, das stimmt. And then you go with the grain again. Aber wenn ich zurück bin, er bringt mir bei. Bin ich mal gespannt, was du davon berichtest. Vielleicht redest du danach nicht mehr mit mir. Nee. And has to be all over the instrument. So you always have to check whether you have left out places. Kajan is very curious. Now it's starting to dry on the one side already, so I can't go there anymore. So I do this. And you can always see if the instrument is a high quality instrument by looking at the lower saddle, because if that is varnished, the people hadn't have enough time to take off the varnish. What? If you varnish, you always varnish over the lower saddle. And if the instrument is really cheap, the lower saddle is not taken off the varnish. The lower saddle stays with the varnish. So you can also see the quality of an instrument on that. Already dry up here. The neck of an instrument is never varnished. It's just the foot of the neck and then the scroll itself. So what you do is, while varnishing, you spread the varnish to have a nice Übergang, I don't know what it is, to spread the varnish all around. You take your fingers and spread it with that, so there is no hard edge of varnish. I will show you just now when I'm doing it. So I color the neck foot, or I varnish the neck foot. It is already colored. And then, for having a nice part here, I spread the varnish with my thumb to not have an edge there. Okay? Yeah. Nice. And then it looks nice. Very, very often with cheap instruments, for example, also the Chinese ones, they have a very hard edge there, and it doesn't look nice in my eyes.
You don't find that with the Italian instruments. Ich denke auch. There was something. Okay, great. This looks pretty good. Yeah? Mm-hmm. No? I don't think so, but okay, thank you. No, that's dry. But it's just water and walnut. But if here it's not it was clean yesterday evening. Yes. Oh, we make the same in chemical. We teach that you don't do this, but we always do. Yeah.